Was geht ab, Kampfsport-Konnoisseure? Herzlich willkommen zu Gameplan 62 und einer weiteren Woche des Wahnsinns, die natürlich unter dem großen Stern von NFC 5 steht. Das Hassmatch steht an. Mohamed Trabelsi versus Mad Max Koga. Das sind Borussia gegen Frankfurter Schelle. Wir sind gespannt, aber wir sprechen auch über andere Themen heute, nämlich über Combate Global und die Kalaschnikow Fight Night. Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit mehr und legen direkt los. Am Samstag blickt ganz Kampfsport Deutschland nach Düsseldorf ins ausverkaufte Maritim Hotel. Mohamed Trabelsi trifft dort auf Mad Max Koga. Es geht nicht nur um Ruhm und Ehre, sondern auch um den Federgewichtstitel von NFC. Wir sind heiß, die Fans sind es auch. Wie gesagt, ausverkaufte Bude, 500 Frankfurter werden erwartet. Also leichter Heimvorteil für den Herausforderer, für Mad Max Koga. Und auch auf Social Media haben wir euch gefragt, wie ihr glaubt, wie das Ganze ausgehen wird. Und wir sehen, auch ihr seht hier den Frankfurter vorne. Wollen wir doch mal sehen. Aber auch der Rest der Fightcard hat es in sich, so auch die Kämpfe der NFC Series. Im Weltergewicht schicken sich folgende Männer an, um den Einzug in die nächste Runde. Das sind Bentaleb gegen Zendeli, Topus gegen Noso Pedro und Rayomba gegen Abevi. Aber auch im Lightweight gibt es schöne Duelle. So sehen wir Max Heine gegen Zaram Pantelei. Christian Mach bekommt es mit Kirill Surikov zu tun. Und bei Christian Mach, da erinnere ich mich doch, das war doch der mit dem Comeback des Jahres. Wir blicken noch mal drauf. Und Heinz sieht wirklich müde aus. Oh! Taumeter! Taumeter! Und es sieht aus, als könnte Mach den Sack hier zumachen. Kniestöße! Das wäre das Finish des Abends. Das wäre das Comeback des Jahres, würde ich sogar sagen. Knie nach dem anderen. Einer nach dem anderen. Das kommt nichts mehr von Heine. Gar nichts. Nachdem der so weit vorne lag. Und das war's! Das war's! Unglaublich! Christian Mach mit dem Comeback des Jahres. Das war echt ein ganz großer Moment in diesem Sport. Und an diese Leistung will der junge Balinger natürlich anknüpfen, um ins Halbfinale der NFC Series einzuziehen. Und wer nicht warten kann, bis NFC 5 dann am Samstag endlich losgeht, für den haben wir gute Neuigkeiten. Denn wir zeigen euch schon am Freitag die NFC Amateure. Ab 18 Uhr geht's da los auf fighting.de, auf dem YouTube-Kanal oder auf fight24.tv. Und das Ganze ist gratis, kostenlos, for free, für Umme. Nice. NFC 5 startet dann ebenfalls um 18 Uhr am Samstag, den 18.09. auf fighting.de und bei fight24.tv gibt es das Ganze im Pay-Per-View für 9,95. Also, wer das verpasst, der ist selber schuld. Und um euch jetzt nochmal den letzten Tropfen in die Hose zu drücken, gibt es hier nochmal den Trailer zum Event. Ich war wirklich bereit dazu, in dem Ring alles zu lassen. Meine Seele, meine Füße, meine Beine, alles. Alles wird da geblieben. Und das war's! Das war's! Unglaublich! Oh! Und das war's! Das war's! Wow! Schöner Kick zum Körper! Oh! Egal wer vor mir steht, ich muss da durch und da werde ich auch durchgehen. Er trifft da ein! Weigert sich zu tappen! Da ist der Armbar und da ist der Tap! Ja. Ich bleibe hier, Leute! Ich bleibe hier! Für alle Frühaufsteher startet der Kampfsport Samstag wie immer mit Combate Global bei fight24.tv. La Jaula, wie der Käfig von Combate Global genannt wird, öffnet abermals seine Türen für much more action. Im Main Event treffen Martin El Toro Bravo und Andrew The Beast Whitney aufeinander. Beide kommen von einer 3-Fight-Losing-Streak. You suck! Aber das klingt jetzt erstmal schlimmer, als es ist. Martin Bravo kämpfte zweimal in der UFC und war Finalist von TAF 27. Trainieren tut der junge Mann in Stockton mit den Diaz-Brüdern. Und vielleicht gibt es am Wochenende dann ja vielleicht nicht nur Bayerisch Watschen und Frankfurter Schellen, sondern auch den guten alten Stockton Slap. Vor den drei Niederlagen in Folge konnte Martin Bravo 11 Siege in Folge einfahren.
Und jetzt will er eben wieder auf die Siegerspur gegen Andrew the Beast Whitney. Der trainiert auch in einem ordentlichen Gym, dem Sanford MMA. Sein Trainingspartner dort unter anderem Michael Chandler. Seinen eigenen Stil beschreibt Whitney als Street Jiu-Jitsu. Okay. Wenn ihr auch sehen wollt, wer am Ende seinen Losing Streak beenden kann und siegreich aus dem Main Event von Combate Global hervorgeht, dann schaltet ein am Samstag ab 6 Uhr auf fight24.tv. Für alle, die es mit dem Bodenkampf nicht so haben und sich eher auf eine schöne Ballerei im Stand einlassen wollen, den sei die Kalaschnikow Fight Night am Samstag auf fight24.tv ans Herz gelegt. Die Highlights der Fightcard sind zum einen Aylina Engel und Sergej Mudrak. Sergej Mudrak, der schlägt eine ordentliche Kelle, das wissen wir alle, aber schaut nochmal selbst. Ist er jetzt doch immer wieder nach vorne marschiert, aber da explodiert Mudrak. Was für ein Knockout! Also, allerfeinste Kickbox-Action und ein paar Knockouts sind garantiert bei der Kalaschnikow Fight Night. Wann und wo ihr das Ganze sehen könnt, natürlich bei fight24.tv, dem Kampfsportsender eures Vertrauens. Am Samstag geht's los. Um 19 Uhr zeigen wir euch die gesamte Action aus Hasloch. Damit haben wir alle drei Events besprochen und blicken noch einmal auf den Sendehinweis. Und wir sehen, die NFC-Amateure gibt es am Freitag schon ab 18 Uhr auf fighting.de und fight24.tv für Umme for free gratis. Combate Global eröffnet dann den Kampfsport Samstag ab 6 Uhr auf fight24.tv zum Vorteilspreis von 4,95 NFC 5 mit den Kämpfen der NFC Series. Gibt es dann am Samstag ab 18 Uhr auf fighting.de und fight24.tv. Und die Kalaschnikow Fight Night seht ihr ebenfalls auf fight24.tv im Pay-Per-View ab 19 Uhr am Samstag. Das war's mit den Events, mit den Kämpfen des Kampfsport-Wochenendes. Wer noch ein bisschen UFC guckt, dem sei das Duell von Mandy Böhm gegen Ariane Lipski ans Herz gelegt. Wir drücken da natürlich beide Daumen ganz fest. Mein Name ist Philipp Flath. Ich freue mich, dass ihr heute dabei wart und hoffe, euch auch nächste Woche hier beim Gameplan wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, genießt die Kämpfe, sportfrei.